Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Udinator. Schaut mal, wo wir jetzt sind. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal waren, am Anfang der Folge. Denn letzten Endes, da hätte ich wirklich lange suchen können. Wir müssen hier auf ein Portal klicken, ja, um zu diesem fiesen Azuran zu kommen. Da hätte ich natürlich lange suchen können. Ich habe kurz mal im Internet geguckt und dann bin ich kurz hier hingeritten, damit ihr nicht das alles nochmal alles durchleben müsst, habe ich das mal ohne Aufnahme gemacht. Aber wir hätten im Prinzip nur hier klicken müssen. Und dann werden wir direkt zu dem Typen hin teleportiert, der da auch schon auf uns wartet. Hier sind natürlich noch so ein paar kleine Ads, die hauen wir noch zusammen. Das ist klar. Den Spaß lassen wir uns nicht nehmen. Die prügeln wir alle zusammen, einfach um ein wenig Aggression abzubauen. Denn immerhin sind wir ja umsonst hier hingekommen oder wir haben umsonst gesucht. Und was ist besser geeignet als eine kleine Klopperei? So. Tiger geht es auch gut. Jetzt könnten wir die zwei wahrscheinlich. So, der da steht noch frech rum. Dem hauen wir auch noch auf die Mütze. Und hier, ich weiß nicht, ob man hier auch zu Fuß hätte hochkommen können. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss man nach oben. So, jetzt hau ich dem auch noch eine rein hier. Weil ehrlich gesagt, als ich versucht habe rauszufinden, wo dieser Azuran ist, das habe ich im Internet auch nicht gefunden, da bin ich von oben in diesen Turm mit dem Fallschirm reingehüpft. Von ganz oben, weil ich gesehen habe, da müsste der sein, dann bin ich hier mit dem Fallschirm reingesprungen. Und dann habe ich gesehen, ah, da ist der Vogel. Und dann bin ich hier lang gelaufen und habe dann das Portal gefunden. Und das hat mich dann, dieses Portal, und das hat mich dann letzten Endes wieder zurück zum Anfang geführt, wo ich jetzt gerade die Aufnahme angefangen habe. Also jetzt wisst ihr ganz genau, wie ich hier drauf gekommen bin, dass der Typ hier ist. Ein bisschen Action war einfach angesagt. Ein bisschen improvisieren. Und ich bin, glaube ich, von hier oben runtergesprungen. Da von der Kante oder von der Kante bin ich runtergehüpft. Und bin dann skillig hier mit dem Fallschirm gelandet, um dann letzten Endes zu sehen, dass es dieser Typ hier ist. So. Und jetzt habe ich aber auch wirklich die Faxen dicke. Jetzt muss der Typ dran glauben. So, und da ist der Sack down. Uraltes Mana, und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück zu, genau, zu Lyanna Düstergarn müssen wir jetzt zurück. Und dann wahrscheinlich wieder genau durch das Portal durch. Ja, manchmal muss man ein wenig improvisieren und dann findet man den richtigen Weg. Und weil wir hier die ganzen Ads geklärt haben. Jetzt würde mich aber auch natürlich interessieren, was ist denn eigentlich da unten los? Geht es da noch weiter? Ist da noch irgendwas? Oder stehen da nur die zwei Typen? Da stehen, glaube ich, nur die zwei Typen. Und die lassen wir auch stehen. Wir nehmen jetzt das Portal. So, und geben die Quest ab. Mit Azurans Tod wurde der Legion ein schwerer Schlag versetzt, von dem sie sich nicht so schnell erholen wird. Ihr habt meinen Respekt verdient, Sentai, und wir kriegen fett uraltes Mana, 300 Stück, und einen Erfolg, Brechen des Lichtbrechers.
Sehr schön. Und die große Frage ist, während diese Lyanna Düstergarm jetzt hier rausmarschiert, und das sieht so aus, als wenn sie sich jetzt gleich in Luft auflöst, denn ich habe das Gefühl, dieser Handlungsstrang ist jetzt zu Ende. Jede Wette, da ist sie verschwunden. So, und jetzt sieht das natürlich so aus, als wenn wir hier fertig sind. Ja, ich glaube, wir sind in diesem Gebiet hier fertig und können jetzt im Grunde woanders hin. Wir können woanders weitermachen in Surama. Und das Legionsportal bringt uns nicht weiter. So, jetzt kann ich natürlich hier wieder durchreiten und jede Menge Ads ziehen, den als erstes, oder ich porte mich einfach zurück. Denn wir haben ja noch von letztem Mal einen supergeilen Gürtel, den ich noch nicht angelegt habe. Und wir müssen noch zurück in die Volltrefferhütte und dann würde ich einfach vorschlagen, wir machen das jetzt mal und dann überlegen wir uns, weil wir müssen ja eh hier weg, dann überlegen wir uns, wo wir weitermachen. Ja, wir können hier weitermachen. Wir können hier weitermachen und wir können hier weitermachen. Diese Quest heißt Chaos Katzen. Die lehne ich schon mal aus Prinzip ab, weil ich Katzen überhaupt nicht mag. Hindernisse aus dem Weg räumen, das sieht ganz gut aus, aber ich glaube, ich werde dahin gehen. Aber jetzt porten wir uns erstmal zurück. So, und da sind wir in Dalaran. Ich habe mal den Ladescreen ein wenig abgekürzt, ja, damit das hier nicht zu lange dauert. Nach Valshara müssen wir auch noch fliegen. Wir haben richtig viel noch vor uns. Aber jetzt werden wir erstmal diesen fiesen, coolen Gürtel anlegen. So, der leuchtet auch ganz geil, muss ich sagen. Aber wir werden ihn natürlich trotzdem transmogrifizieren, damit er so aussieht, wie ich das haben möchte. So. Schön, dass ich helfen konnte. Und 1260 HP haben wir jetzt. Das ist natürlich im Vergleich zu allen anderen hier ein Scherz, aber für mich ist das richtig cool. Ja, weit über 1000. Bloß nicht da durchreiten, sonst werden wir geportet. So, und jetzt werden wir uns das Ding erstmal hier schön so anpassen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. So. Zack, das war's. Ich glaube, das ist unser erstes episches Teil, oder? Kann das sein? Nee, wir haben hier schon ein episches Schmuckstück. Aber ansonsten, ja, ein fetter Gürtel. Gar nicht so übel. So, willkommen zurück in der Volltrefferhütte. Wir waren ganz schön lange nicht mehr hier. In unserem Zuhause, wo schön die Sonne hinter Baumwipfeln verschwindet
und wo immer noch meine absolute Lieblingsmusik läuft, nämlich diese hier, die ihr jetzt hören könnt. Ich glaube, ich stelle mich hier direkt mal hin. Für ein wundervolles Folgenbild. Ich finde das ja total geil, wenn man das immer vor dem Sonnenuntergang macht. Ah, jetzt ist die Sonne schon weg. Egal, das sieht immer noch gut aus hier. So machen wir es. So, willkommen zurück zu Hause. Ich glaube, wir können einen neuen Artefakt-Bonus einlösen. Und wir können eine neue Mission machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Tante was für uns hat. Nein, ich glaube nicht. Hallo? Nee. Lebt wohl. Die haben wir alle. So, und dann haben wir ja diese Mission noch, Bedrohung an der verheerten Küste. Aber das Problem ist, dass ich diese Mission, hier seht ihr das, die kann ich noch nicht machen. Hier, 15% Chance, das kann ich vergessen. Das heißt, letzten Endes muss ich so lange warten, bis meine Anhänger stark genug sind, bis ich diese Mission machen kann. Und die würde ich ja einfach gerne machen. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Anhänger brauchen, bis sie so weit sind. So, was können wir hier machen? Das ist geil. Ins Schwarze, das klingt gut. Wenn ein Ziel mit weniger als 20% Gesundheitsschaden durch eure Fähigkeit erleidet, wird eure kritische Trefferchance 6 Sekunden lang um 1% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 30 Mal stapelbar. Das ist natürlich super geil bei Bossfights. Volltreffer erhöht zusätzlich euren kritischen Schaden während der Effektdauer um 50%. Tödliche Volltreffer. Das klingt eigentlich auch ganz geil. Verringert die Abklingheit von Stoßfeuer um 5%. Das benutze ich nicht, also kann es mir vollkommen egal sein. So, was nehmen wir denn jetzt? Volltreffer. Volltreffer ist ja, glaube ich, passiv. Jetzt gucke ich erstmal. Hier gibt es noch Fallen und Feuerwerk. Ah, ich kann Fallen legen, wusste ich gar nicht. Eiskalte Falle, Teerfalle, das haben sie neu gemacht. Auch nicht so übel. So, wo ist denn jetzt Volltreffer? Volltreffer ist, glaube ich, ein passives Talent. Aber ich finde es hier jetzt nicht. Oder ich bin zu doof. Okay, auf jeden Fall ist das ganz schön cool. Mal schauen. So, der macht
Das ist natürlich echt wirklich geil für Bossfights, aber ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Und bei den Zielen, die wir bekämpfen, wenn die weniger als 20% Schaden haben, dann dauert das ewig, bis dieser kritische Effekt hochgestapelt ist. Also ich glaube, das ist geiler. Genau, also nehmen wir den. Sehr schön. So, Freunde, und das war's dann auch schon wieder. Und wie gesagt, diese Mission an der verheerten Küste, die können wir leider nicht abschließen, weil unsere Begleiter dafür einfach noch zu klein sind. Und deswegen werden wir uns jetzt in Surama ein neues, schönes Gebiet aussuchen. Ich gleich mal, vielleicht können wir ja schon so fliegen, dass das einigermaßen Sinn macht. In Meridil kann ich landen. Chaoskatzen, das ist direkt ein Flugpunkt. Schicksal der Wache. Purpurdickicht. Habe ich den schon entdeckt? Das hört sich auch geil an. Da würde ich auch gern hin, aber ich glaube, da war ich noch nie. Ja, komm, nehmen wir doch dieses Chaoskatzen-Ding. Dann haben wir das gleich hinter uns. Das müsste der sein hier. So, willkommen zurück in Surama und hier ist die Quest, die wir machen wollen. Seid gegrüßt, Fremder. Mairuna verbeugt sich vor euch. Wir kamen vor kurzem aus Valshara angereist und hofften, uns hier niederlassen zu können. Unsere Reise war anstrengend und wir sind erschöpft. Diese Eulenkatzen haben Chaos im Lager angerichtet. Wie ihr ja selbst seht, wärt ihr so freundlich, uns bei den Aufräumarbeiten zur Hand zu gehen, und danach könnt ihr uns ja dabei helfen, einen neuen Mondbrunnen zu errichten. Das klingt super, das machen wir. Und hier gibt es auch wieder jede Menge uraltes Mana, das finde ich cool. Das nehme ich gleich mal als erstes auf. Das auch. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Interface ausblenden, weil schaut euch mal an, was für eine wunderschöne Gegend hier ist. Mit einer Hirschkuh, mit süßen kleinen Rehen, die sehen ja aus wie bei Bambi. Das ist ja niedlich hier. Oberniedlich. Richtig süß. Und hier ein fetter Hirsch.
Das ist ja absolut idyllisch hier. Diese Gegend ist ja richtig, richtig süß geworden. Das haben sie richtig niedlich hingekriegt hier. Wunderschöne Gegend. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hier haben sie sogar einen ganzen Wagen umgeschmissen. Diese armen Siedler, das erinnert mich an so alte Bud Spencer-Filme. So. Seid gegrüßt. Alles ist am rechten Platz. Wir werden uns schon bald richtig heimisch fühlen. Wir kriegen wieder Fett Artefakt macht. Und wie geht's hier weiter? Während wir uns aus Valshara zurückgezogen haben, wurde unsere Gruppe kurzzeitig durch eine Auseinandersetzung mit einigen Satyren an der Grenze getrennt. Einer von uns hat es nicht bis hierher geschafft. Mythandros Bruder Kalendros, ich möchte euch bitten, zu versuchen, ihn zu finden. Durchsucht die Wälder kurz vor der Brücke, die zurück nach Valshara führt. Sucht nach Kalendros Eisenhain. Alles klar. Und die nächste Quest. Bei der Errichtung eines Mondbrunnens muss man als erstes den Segen der heimischen Tierwelt erhalten, okay? Unsere friedliche Koexistenz hängt von ihrem guten Willen ab und ein Mondbrunnen gedeiht durch diese Energien. In Verbindung mit Elunes Licht kann ein Mondbrunnen seine Umgebung über Jahre hinweg läutern. Das ist ja cool. Zunächst müssen wir also Kreaturen finden, die uns ihren Segen geben. Wir können mit diesen Eulenkätzchen beginnen. Aha, okay. Sie rannten bei euren Aufräumarbeiten davon, aber ich sah eines direkt vor euch auf der Brücke sitzen, versucht herauszufinden, wo es lebt. Scheucht das verirrte Eulenkätzchen über die Brücke und bringt es zu seiner Familie zurück. So, liebe Freunde, jetzt haben wir diese Quest angenommen und wir werden jetzt... Warte mal, wo rennt der hin? Müssen wir dem folgen? Ich glaube nicht. Wir werden jetzt aber eine Folgenpause machen. Und ein schönes Endbild aufnehmen, denn ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat. Ich war die letzten Tage ziemlich krank und bin auch noch ziemlich angeschlagen. Und habe aber trotzdem gedacht, nein, jetzt muss ich unbedingt Folgen aufnehmen. Aber ich sitze hier mit Fieber und mit Magenkrämpfen. Ich hoffe, man hat mir das nicht zu doll angemerkt. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder in alter Frische mit etwas mehr Elan, aber diese Folgen waren mir jetzt wichtig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.